Entschuldigung und Hallöchen, Popöchen. Verzeihung. Und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Staffel 2. Für die Neuzugestiegenen unter euch, mein Name ist der Wolf Baron. Wir zocken momentan Skyrim Staffel 2, so wie bei auch The Witcher 3. Verpasst doch also besten gerne keine weiteren Folgen und abonniert gerne den Kanal. Vergesst nicht, wir sind fast bei 200 Abonnenten. Und dann geht es auch weiter mit der Lore hinter dem Wolfbaron. Wie in dem ersten 100 Abonnenten Special schon mal angefangen, wird das 200 Abonnenten Special tausendmal besser. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber so weiß ich immer noch nicht. So. Wir befinden uns momentan in Rorikstadt, beziehungsweise jetzt halt nicht mehr. Nee, nicht Rorikstadt. Iverstadt. Ja. Denn wir sind auf dem Weg mal wieder hoch nach Hoch Hrothgar zu gehen. Denn wir müssen Arngeier sein Horn wiederbringen. Das wir noch nicht gemacht haben in über 60 Folgen. Alter. Was ist jetzt los? Schluck auf. Schluck auf. Ja. So. Gut. Nun, also. Hallo Bär. Sag mal, ganz ehrlich. Haben wir ihn nicht mal aufgeräumt? Wir haben ja doch mal alles weggemacht. Alle Bären, Trolle, Wölfe, Monster, kleine Kinder, was auch immer. Eisgeist, natürlich. Hey, klar. Na, selbstverständlich. Und eine Ziege. Jetzt ist vorbei. Die Ziege ist der Endgegner. Jetzt geht gar nichts mehr. Okay. So, ich hoffe mal, Jenasa schafft das. Die haben wir mal zurückgelassen, aber eher. Also. Wen interessiert's? Die überlebt das eben. Die ist lustigerweise unsterblich zu dem Punkt. Die wird geschlagen, verprügelt, gemacht und getan. Bis die quasi so auf den Boden und dann ignorieren die Gegner einfach. Ist ganz lustig. Hahaha. Lustig. Nein. Ja. Ne? Also, gut. Nun. Sag mal. Ich habe das Gefühl. Warte mal, das ist echt laut. Sollte jetzt besser sein. Nein, es ist nicht. Es ist immer noch laut. Warum ist das so laut? So. Meine Fresse. Hammer's dann. So. Das sollte doch besser sein jetzt. Na komm, spring um. Spring um. Ja, danke schön. Kommt der andere auch noch? Ja, jetzt ist wieder perfekt. Wunderbar. Okay. Wir sind auch gleich da. Ich habe zwar keine Ahnung, was es uns das bringt. Wahrscheinlich das letzte Wort von unerbitterliche Macht, aber pff. Gucken wir mal. Naja, da kicken wir mal. Bei der alten Snackenbrüder. Mann, ich habe einen Frosch im Hals. Ja, der Wolfbrunnen hatte Hunger und hat sich einen Frosch im Hals gestopft. Ich muss gleich mal kurz was trinken. Einen genüsslichen Wein verzehren. Nein, natürlich nicht. Ist viel zu früh für einen Wein. Außerdem mag ich keinen Wein. Wein schmeckt. Wein schmeckt wie würziger Traubensaft. So. Meine Fresse, haben wir es endlich geschafft. Wir werden verfolgt von nichts, das ist perfekt. Arngeier, du geile Socke. Wo bist du, du alter Haudegen? So. Servus miteinander, ich bin da. Hallo Jenasa, schön, dass du dich auch mal dazu gesellst. Ich hoffe, du hattest Spaß. Nein.
Arngeier, Arngeier, wo bist denn du? Du bist nicht hier, du alter Schuh. Hä? Er ist magisch, er ist in der Wand verschwunden. Er ist in Hogwarts. Hogwarts. Arngeier, du Bauer. Moin. Ah, ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Jo. Gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Geil. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Perfekt, können wir gerne machen. Ich speichere mal kurz. Tralali und Tralali. Seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu lernen. Ja. Da, was so viel bedeutet wie Stoß. Ach ja, stimmt ja, wir haben ja bis jetzt nur Fusro. Fusili. Fusili, Ro. So, ich warte mal hier. Ich stelle mich mal in die Mitte. Nee, ich stelle mich mal da hin. Ich will ja keinem der gewissen Herrschaften hier im Wege stehen, sonst pusten die mich einfach um. So. Ich wäre dann soweit. Sind es nur drei? Dann stelle ich mich halt da hin. Jenasa, du stehst ein bisschen im Weg. Ich würde aus dem Weg gehen. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Meister Wolfgar wird nun sein Wissen über Dach. Nom nom nom. Gib mir deine Seele. Ihr habt eure Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Dann stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Uh-oh. Aber ihr seid bereit. Ich bin bereit. Boah, Alter. Oh. Ich bin bereit, Junge. Alter. Finish him! Platz mir der Schädel. Kaboom! Mist! Aua, Alter, Junge! Oh, Junge! Tot. Dovahkiin. Au. Ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Was? Rotgar steht euch nun offen. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Du musst etwas lauter reden. Wo geht ihr hin? Jenasa? Boah, Alter. Mein Schädel. Das ist eine gute Idee, schreiben wir den mal an. Penner. Okay, gut. Tun wir mal das da. Das mit den Alikir. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich die Umfrage mal gemacht und diese Umfrage hat dann besagt, dass wir sie nicht verpetzen. Das heißt, ich will nicht den Aufenthalt, sondern ich will mit dem Gefangenen der Alikir reden. Und wenn man das Ganze jetzt auf übelstem, richtig geilen Hardcore-Superstyle, weil da unten ist nämlich schon Weißlauf, speichern und reiten den Berg runter. Berühmte letzte Worte. Oh, scheiße. Berühmte letzte Worte. Oh, oh. Au. 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 Mein Rücken mag. Ich bin irgendwie ein bisschen blöd. Ich
glaube, ich habe es vergessen. Egal, das ist, Balder. Scheiße. Das ist ein fliegendes Pony. Es reitet umher. Mit Sonnenschein und gar nicht schwer. Und... Alter. Ich glaube, ich habe ein kleines bisschen... Wir sind in einem Haus gelandet. Ich glaube, ich habe ein kleines bisschen Kacke gebaut. Na du? Na du, Kleiner? Na du? Voll der Partygänger. Ui! Alter! Oh, verfickte Scheiße. Here we go again! Ne, warte, wie war das? Das war ein Schuss in den Ofen! Oh, alter Junge! Uh-oh. Ja, ne? Scheiße! Was machen wir denn jetzt? Ich müsste mal mein Hirn anstrengen. Was machen wir nun? Ich könnte eigentlich gucken. Ne, wir sind ja schon in der Luft. Das heißt, ich, scheißegal, wie schnell ich E drücke. Ja, das hat nicht funktioniert. Aber ich kann ja auch nicht. Ich kann ja nicht kontrollieren oder runtergehen. Warte mal, warte mal, warte. Komm, komm, geh darüber. Geh darüber. Geh darüber. Sag mal, Balder. Wo hast du eigentlich deine... Scheiße. Da. Wie im Cartoon. Oh, fuck. Aua. Au. Oh, Alter. Whee. Bam. Das war gerade wie im Cartoon. Absteigen und dann so... Uh-oh. Nach unten gucken, nach oben gucken, so ein Schild rausholen. Uh-oh. Ja, toll. Balder, sag mal, wo hast du eigentlich deine Flugkunst, deine Flugschule gehabt? Weil das ist irgendwie nicht so geil. Weil irgendwie... Ach, jetzt hör doch mal auf. Weil ich kann da nichts machen. Sobald ich so hoch reite, dann falle ich automatisch runter. Ich kann mich auch nicht mehr drehen. Das wird jetzt wehtun. Ave Maria. Das Game ist abgeschmiert. Nein, doch nicht. Ja. Baum. Habe ich das überlebt? Nein, habe ich nicht. Scheiße. Ja, gut, ne? Verdammt! Was machen wir nun? Okay, ich habe noch einen weiteren Weg. Ich kann ja nichts machen. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Jetzt, wo ich diesen Gottmodus angemacht habe... Okay, ich wäre trotzdem theoretisch tot, Alter. Bam! Ui! Batz! Bam! Ja. Oh, wir sind irgendwo... Hallo? Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sind in der Winter im Alter. Und Sturmmantel verwachtet sie. Alter. Wir sind gerade vom Himmel gefohlen. Wir sind gerade vom Himmel gefallen. In ein Sturmmantellager rein. Und die einzige Reaktion von denen ist, wenn ihr wahre Söhne von Himmelsrand kennt, kommt nach Windhelm. Ohohoho. Scheiße. Okay. Gut. Das hat ja doch funktioniert.
Ja, ne? Scheiße. Ach Mann, das ist doch behindert. Okay, wir machen das Ganze ganz kurz mal so. System, Einstellungen, Gamma-Plai, Überlebensmodus aus. So, ich weiß. Köpft mich ruhig. Wir machen den gleich wieder an. Das schnelles Reisen ist derzeit von diesem Ort aus nicht möglich. Wieso nicht? Au. Wieso nicht? Ah, jetzt kann ich. Okay, oder? Dann einmal nach Drachenfeste. Einfach nur, dass mein Pferd wieder da ist, weil ich weiß nicht, wo es gelandet ist. Ja, gut, ne? Ich fall da wieder Messias vom Himmel und so die Verzweiflung. Meine Fresse, echt. Die haben doch echt. Die haben auch keine Probleme mehr, oder? So, hallo, da bin ich wieder. Was? Ich hab nie was passiert. Ich sollte mir eigentlich so einen Denkzettel mal verpassen, aber so ein Post-it-Note und dann einmal an die Stirn beppen. Nicht auf dem verfluchten Pferd speichern. Ganz einfach. Also eigentlich, wenn ich nicht so blöd wäre. Gut. ja, nun, also Scheiße, Mann. Hallöchen. Oh, danke, dass Sie die Tür für mich öffnen. Das ist sehr lieb von Ihnen. Ich habe eine... Was guckt ihr denn so? Ich muss Gemato finden. Wo versteckt er sich? Und ich weiß, dass du es weißt. Denn ich weiß es. Ihr wünscht also euren Tod? Wenn ihr diesen Namen kennt, müsst ihr wissen, dass eine Begegnung mit ihm euer Ende bedeuten würde. Ach, was? Wie es scheint, brauchen wir beide etwas Bestimmtes, mein Freund. Vielleicht sollten wir einander helfen. Nein, was braucht ihr denn? Ich habe meine Brüder durch meine Gefangennahme entehrt. Also haben sie mich hier gelassen. Mhm. Mein Leben bei den Alikir ist nun vorbei. Aber ich habe nicht vor, in diesem gottverlassenen Land zu sterben. Wenn ich aus dem Gefängnis kommen kann, fange ich ein neues Leben an. Mhm. Wenn ihr das in die Wege leitet, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Warum haben sie euch hier zurückgelassen? Weil ich so ungeschickt war, mich festnehmen zu lassen. Tja, Pech. Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der Besten sein. Ich war es nicht. Tja, da musst du halt einfach besser werden. Wie hoch ist denn eure Strafe? 100 Goldstücke würden für meine Freilassung reichen. Das könnt ihr euch doch leisten, oder? Ich kann dir auch ins Gesicht scheißen, Junge. Wenn ihr die Information wirklich wollt, solltet ihr hoffen, dass dem so ist. Sorgt dafür, dass das Geld in den Händen einer dieser Wachen landet. Und ich verrate euch, was ihr wissen wollt. Ich kann dir auch gerne ins Gesicht scheißen, Kollege. Du siehst doch, Ärger oder so? Willst du... Ja. Bist du small, Junge? Bist du small? Nein. Seid vorsichtig mit dem Feuer. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Nenn mich noch einmal diebische Schlange und ich scheiß dir in die Rüstung. Ich möchte diese Strafe von diesem Penner da hinten da bezahlen. Komm. Geht in Ordnung. Ja? Und dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Das ging irgendwie einfacher, als ich dachte. Komm, Opfer, du bist frei. Was guckt ihr denn so? Junge, wir sollten uns darüber unterhalten, wie wir uns gegenseitig behilflich sein könnten. Ihr kauft mir einen Weg hier raus. Hab ich doch. Ich sage euch, was ihr wissen wollt. Euer Gußbelt. Jetzt, komm. Nun denn. Ihr findet Legt mal ein paar Fakten auf den Tisch. Schwindlernest, einer unscheinbaren kleinen Höhle, westlich von Weißlauf. Mhm. Euch ist doch klar, dass ihr diesen Ort nicht lebend verlassen werdet. Sie werden euch töten. Kollege... Aber das ist euer Problem, nicht meines. Wache! Ich... Mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich gefälligst frei. Tut mir leid, ich höre nicht sehr gut. Habt ihr etwas gesagt? Ich sagte, mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich jetzt hier raus. Nee. Ja, ja. Oh, ich scheine meine Schlüssel verloren zu haben. Könnte eine Weile dauern, sie wiederzufinden. Bleibt einfach hier. Ich werde mich schon darum kümmern. Verflucht. Opfer. Braucht ihr eine Klinge? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede.
Ich habe eine Götterklinge. Ich brauche keine Klinge mehr. Aber dankeschön für das Angebot. Ich habe sogar zwei Götterklingen. Wobei das eine mehr so ein Knüppel ist. Ich habe einen Götterknüppel. Götterknüppel. Ein Götterknüppel. Er ist französisch. Und spitz wie Meerrettich. Was? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was ich hier labig. Halt! Bull! Der Feind ist ein Mensch! Ja, das weiß ich, dass der Feind ein Mensch ist, Kollege. Der Feind ist der Staat. Dann geh nach Windhelm und hau rein, Kollege. Das sind ganz viele von Ulfriks Söhnen. Da kannst du richtig mal reinstechen da. Tralali und tralala, Wege sind zum Laufen da. Juppaiti und Juppaita. Keine Ahnung. Wie ihr seht, hier sehen wir einen Arngeier, der herumschreit. Wahrscheinlich ist er auf ein Lego-Stück getreten. Ja, hundertprozentig das Lego-Gesicht. Aber hundertprozentig. Das ist so dieser Gesichtsausdruck von verdammte Scheiße. Wer hat diese Lego-Stücke hier rumliegen lassen? Sorry. Das war ich nicht. Das war Wolfgang. Ja, ich glaube, da heißt Wolfgang, der war's. Seid ihr euch da sicher? Natürlich, ich habe es mit meinen eigenen Äuglein geguckt. Mein Glubschalle. Kann ich da hinlaufen? Ich könnte da hinlaufen. Ich könnte aber auch mein Pferd nehmen. Warte, halt. Halt. Jetzt kann ich mein Pferd nehmen. Ich finde es auch schön, wie sobald wir diesen Modus wieder anmachen, also ich, es sofort wieder quasi... Willst du mich verarschen? Hä? Ich hab mir gerade... Okay, es ist ein bisschen verbuggt, glaube ich. Ich habe mir gerade einen Haufen Sachen reingestopft und ich bin immer noch hungrig? Ja, alles klärchen, ne? Kollege Schnürschuh. Schrecklich. Okay. Tut nichts zur Sache, die Folge ist eh bald vorbei, dann bist du wohl ruhig da draußen. Dann lädt das Spielstand eh neu. Also quasi, wenn ich dann wieder den neuen Spielstand anmache. So, das macht halt irgendwie Sinn. So ein bisschen. Abing. Ah, das Eisen im Boden. Das habe ich auch noch nie gesehen. Was ist denn da gerade untergetaucht? Ein Bär! Natürlich! Ich habe aber genug. Ich brauche nicht noch mehr Bären. Da vorne ist ein Drache. Die bräuchte ich auch nicht. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, den können wir nicht so leicht abspülen. Und ich muss unbedingt gucken, dass ich mal die Bandbreite erhöhe. Weil ich habe das Gefühl, die Videos sind krisselig wie Zeuche. Obwohl sie bei mir auf der Vorschau übelst HD sind. HD! Ja. Deswegen, bei mir auf der Vorschau sind die übelst HD. Also keine Ahnung, was da los ist. Hallo Riese, soll ich den Rücken kratzen? Du scheinst ein bisschen frustriert zu sein. Der Drache scheint auch ziemlich frustriert zu sein, aber mit dem möchte ich mich weniger anlegen. Ich wollte gerade sagen, wieso kann man diese Drachen eigentlich nicht zähmen? Aber natürlich kann man das später. Kann man die auch reiten. Theoretisch gesehen wäre das halt ein ein Grund, etwas früher nach Solstheim zu gehen, um den Drachenspruch zu lernen. Nee, doch. Das war der Drachenzähmespruch auf Solstheim. Und im der Main Story ist es der Drachenfallspruch. So. Mädel, du willst aufs Maul?
Guck mal, du bist toast, Madame. Du bist absolut toast. Du bist... Dieser Bandit ist nicht mehr. Das ist ein Ex-Bandit. Der ist aufgestiegen zu sein. Ahn. Na, 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 wer von euch kennt es? Wer von euch kennt es, hä? Wahrscheinlich nicht so viele, weil es auf Englisch ist, aber egal. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass ihr kein Englisch könnt, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr nicht... das ist, glaube ich, das ist Kultfilm, den sollte man theoretisch kennen. Monty Python. Das Schlimme ist, ich habe gerade nicht im Kopf, welches der vielen Filme dieser... Halleluja. Dieser Teil entspricht. Das ist ein Ex-Papagei. Dieser Papagei ist nicht mehr. Der ist aufgestiegen zu sein. Ahn. Ich weiß nicht genau, aus welchem Teil das ist, aber es ist lustig. Ja, hier, Monty Python-Filme, das Leben des Brian und sowas. Kennt ihr bestimmt. Kennt ihr bestimmt. Sind hier Frauen anwesend? Nein, nein! Nein, nein, nein! Natürlich nicht! Wer hat den Stein geworfen? Sie! Er! Hm? Sorry, for dein, for cool. Ich hau mir mal was rein. Hab ich denn noch irgendwas? Nö, hab ich nicht. Das ist nicht so gut, aber doch. Das ist mir egal. Da-da-dum-dum-da-da-dum. Alter. Nasa, du Flittchen. Hast du die einfach niedergeklatscht? Da-da. Ja. Hallöchen. Wollt ihr sterben? Kann ich euch gerne geben. Heute mit extra Senf. Senf. Einzig richtig gewesen, wenn man das richtig ausspricht. Wer hat hier Blitze? Au. Fragt sich gerade übrig, wer Blitze hat. Die Dame da hinten, die natürlich abhaut. Ah. Okay. Genug rumgeeidelt. Lasst uns mal ein bisschen mit Bedacht vorgehen. Nichts, was dich kümmern sollte. Ach, der Typ da oben hat Blitze. Yenasa, du stehst mir im Weg. Okay, ich muss jetzt aufpassen, dass der Typ mich nicht erwischt. Ja, das ist okay. Keine Blitze. Blitze sind böse. Das machen nur böse kleine Jungs. Du bist ein guter kleiner Junge. Du willst keine Blitze nutzen, Penner. Du willst einfach nur sterben. Was machst du da? Willst du auf die Fresse? Das kannst du gerne haben. Komm hier, hier. Ich geb's dir schön warm und... Verdammt! Lecker, keine Ahnung. Kurz... Oh, speichern und om nom nom. Einmal den Staubsauger an. Okay, das war sehr, sehr komisch. So, was haben wir da? Nüscht. Sonst haben wir auch nüscht. Das ist okay. Kurz einmal. Ich habe darüber nachgedacht, Banditin zu werden. Aber ich ziehe saubere Kleidung und frischen Miet vor. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das würde ich nämlich auch... Überraschung! Überraschung! Die war mal prädestiniert dazu, Ballerina zu werden. So wie die sich durch die Gegend gedreht hat. Jetzt komm ran, Mädel. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Und du musst noch verrecken. Na komm. Tu es den Zuschauern doch mal den Gefallen und stirb. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Sehe ich sehr... Ja, sehe ich gerne. So. Haben wir hier irgendwas schnicket, was ich... Natürlich. Ein Lachsbraten. So. Ist das jetzt eigentlich wieder gefixt? Nein, ist es nicht. Okay. Egal. Aber ich würde doch mal sagen... Wir hetzen uns hier ans Feuer. Feuer? Dankeschön.
Wir setzen uns hier ans Feuer und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also, bis dahin, haut rein, tschö mit ö und gehabet euch wohlet.